Chris Schmm fragt sich, wie lange ein Mensch in seinem Leben durchschnittlich schläft. Chris, du kleiner Rebell! Hörst du mal wieder nicht auf deine Eltern und weigerst dich, rechtzeitig ins Bett zu gehen? Es ist natürlich ziemlich cool, nach dem Sandmännchen noch ein bisschen wach zu bleiben. Übertreiben solltest du es dabei aber nicht. Wenn es eine Sache auf der Welt gibt, die wirklich alle Menschen tun, dann ist das Schlafen. Ob gemütlich auf der Couch, in der Schule oder freitagnachts in einem Bett von einem fremden Typen, der im Dunkeln irgendwie viel besser aussah. Die genaue Funktion des Schlafes ist allerdings noch nicht gänzlich geklärt. Sicher ist aber, dass wir im Schlaf die Erlebnisse des Tages verarbeiten, unser Immunsystem stärken und sich unser Stoffwechsel reguliert. Wenn wir zu wenig schlafen, weil wir beispielsweise bis 3 Uhr morgens nur noch eine Folge der spannenden Netflix-Serie geschaut haben, reagiert unser Körper unter anderem mit Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Reizbarkeit. Ab 48 Stunden ohne Schlaf treten Halluzinationen und Gedächtnislücken auf und die kognitive Leistung ist sehr stark eingeschränkt. Nicht umsonst ist Schlafentzug eine weit verbreitete Foltermethode. Durch den Schlafentzug kann der Betroffene nicht mehr klar denken und der eigene Wille und die Widerstandsfähigkeit wird gebrochen. Es gibt allerdings auch ein paar Verrückte, die sich Schlafentzug selber antun. Im Jahr 2007 ist der Engländer Tony Wright freiwillig ganze 266 Stunden wach geblieben. Das sind mehr als 11 Tage. Und einige von uns schaffen es nicht mal morgens in der Bahn nicht einzuschlafen. Der Mensch verschläft ungefähr ein Drittel seines Lebens. Studien zufolge verbringt der Deutsche im Durchschnitt 24 Jahre und 4 Monate schlafend. Das ist ganz schön lange. In der Zeit hätte man so viel produktive Scheiße machen können. Und was machen wir? Schlafen. Übrigens verändert sich im Laufe des Lebens das durchschnittliche Schlafbedürfnis. Während man als Baby 14 bis 17 Stunden am Tag im Land der Träume verbringt, schläft man während der Pubertät nur noch 11 bis 8 Stunden und ein durchschnittlicher Erwachsener schlummert sogar nur noch zwischen 7 und 9 Stunden am Tag. Man schläft allerdings auch nicht die ganze Nacht lang gleich tief. Während man schläft, durchläuft man nämlich mehrere Phasen, die sich immer wieder abwechseln. Neben der Leichtschlaf- und der Tiefschlafphase, in der die eigentliche Erholung des Körpers stattfindet, gibt es die REM-Phase. In dieser Zeit ist das Gehirn besonders aktiv und unsere Augen bewegen sich sehr schnell. Wir träumen. Damit wir uns dabei nicht selber verletzen, ist unsere Muskulatur zu dieser Zeit blockiert. Es sei denn, man schlafwandelt dann nicht. Im Laufe der Nacht oder wann auch immer man schläft, wiederholt sich die Phase und besonders die REM-Phase wird immer länger. Bis man dann vom Lärm des Handyweckers aus dem Land der Träume gerissen wird und als man dann mit einer schönen Morgenlatte im Bett liegt. Wir Frauen können zwar nicht im Stehen pinkeln, können uns aber morgens schneller den Kaffee machen. Eigentlich ein guter Deal. Wenn du jetzt auch noch wissen willst, wie du deinen Schlaf verbessern kannst, dann schau dir doch mal unsere Tipps für besseren Schlaf an. Ansonsten kannst du natürlich auch gerne wieder eine Frage hier unten in den Kommentaren stellen und vielleicht ist es die nächste, die hier beantwortet wird. Yippie! So, ich kann jetzt nicht schlafen, aber ich komme gerade vom Schlafen. Ist auch schön.